Herzlich willkommen. Ich bin Simone, Fotografin seit über 30 Jahren und möchte euch heute ein bisschen was zur Produktfotografie erzählen, da ich viele Kunden habe, die danach fragen. Manchmal zeige ich ihnen das oder ich mache die Produktfotos für den jeweiligen Online-Shop und nehme euch immer ein bisschen mit, dass es relativ einfach ist, hochwertige Produktfotos zu erstellen und zeige euch mal kleine Tipps und Tricks. Genau, also hier könnt ihr mal schauen. Hier haben wir jetzt das Set. Ich fotografiere heute für Mirka mit Liebe selbst gemacht. Pentart-Produkte, ganz tolle Wachse. Und wie wir da schöne Fotos für den Online-Shop hinbekommen, aber auch für Instagram, das möchten wir euch mal zeigen. Hier haben wir uns jetzt ein kleines Set aufgebaut. Den Kamin, der hier im Studio ist. Eine wundervolle Wand mit Altbuchseiten und eine ganz schlichte Holzplatte. Dazu habe ich hier so ein ganz einfaches LED-Licht, das bekommt ihr überall zu kaufen. Kann ich euch nachher auch nochmal verlinken. Das reicht erstmal völlig aus, ihr braucht da kein großes Set. Ich habe davon nur ein LED-Licht jetzt und das mache ich euch mal an. Da seht ihr gleich, wie hell das ist. Ruhig auf volle Pulle. Und dann könnt ihr, hier mal die Kamera kurz weg, auch hier nochmal schauen, wo der Schatten ist. Und damit könnt ihr jetzt auch nochmal schön spielen. Man könnte sich jetzt noch ein Licht dran stellen, wenn man jetzt sagt, ich muss es komplett ausleuchten. Nehme ich natürlich ein zweites Licht. Aber wir wollen hier auch mit Licht, Fotografie heißt mit Licht malen, zeichnen. Das heißt, mit Licht schaffe ich schon mal eine gewisse Tiefe durch Schatten. Und das kann ich jetzt hier, indem ich ein bisschen von vornherein das Licht bewege. Will ich mehr oder weniger Schatten und jetzt stelle ich es mir hier so ungefähr hin, dass der Schatten nach hinten weggeht. Dann habe ich die Produkte hier wunderschön ausgeleuchtet. So, jetzt habe ich hier die Produkte stehen und stelle mir natürlich als erstes die Kamera ein. Ich habe jetzt hier noch eine ganz schlichte alte Nikon D7100, ist schon 7 Jahre alt, macht wunderbare Fotos. Ihr braucht also auch keine großartige neue Kamera. Toll, wenn ihr sie habt, aber es reicht eure Kamera, die ihr einfach vielleicht zu Hause liegen habt. So, dann gehe ich hier ins Menü rein. Als erstes seht ihr schon mal die Bildqualität. Ich gehe hier mal auf OK. Natürlich könntet ihr jetzt im RAW fotografieren. RAW heißt ja immer die Rohdatei. Das macht ihr aber wirklich nur, wenn ihr schon sehr weit in der Bildbearbeitung seid. Ich will euch heute aber nur zeigen, wie ihr relativ schnell Produktfotos erstellen könnt. Deswegen bleibt ihr einfach im JPEG-Format. Fein, die beste Einstellung. Reicht völlig aus. Weißabgleich ist natürlich in der Produktfotografie das gleiche. Da gehe ich hier bei der Nikon, da müsst ihr immer gucken, wo das bei euch ist, einfach rauf und hier oben, Moment, sehe ich den Weißabgleich. Das ist jetzt hier automatisch. Ich mache jetzt einfach automatischen Weißabgleich. Wenn ihr mit mir zum Beispiel ein Live-Coaching machen wollt, ihr seid in eurem Laden, ich bin hier im Studio, dann gehen wir auch den manuellen Weißabgleich durch. Aber das ist nochmal wirklich eine andere Stufe. Ihr könnt euch gut auf den automatischen Weißabgleich verlassen, weil ihr auch hier zum Beispiel, wenn ihr mit LED-Licht arbeitet, ist es Tageslicht und ihr habt nicht großartige andere Lichtquellen, seid ihr auf der sicheren Seite mit dem Weißabgleich. Und das könnt ihr auch später wirklich in der Bildbearbeitung, falls die noch notwendig ist, nochmal nachkorrigieren. So. Dann schaue ich natürlich, wie komme ich mit der Belichtung hin. Die Brennweite. Wichtig ist bei der Brennweite, dass ihr nicht unbedingt mit Weitwinkel fotografiert. Weitwinkel, das heißt, fällt euch das Bild ab, es sieht zu flach aus, es wirkt einfach zu klein. Ich empfehle euch schon mit mindestens 70er Brennweite so ungefähr zu arbeiten. Bei dem Objektiv, das ist hier das 18-135 DX-Kamera, also ein kleinerer Sensor als Vollformat. Müsst ihr natürlich darauf achten, wenn ihr jetzt auf 105 geht zum Beispiel, dann habt ihr auch weniger Licht. Die Blende geht nicht ganz so weit auf. Deswegen bleibt man also ungefähr bei einer 70er. Brennweite reicht aus. Wir wollen ja auch nicht so weit weggehen. Und dann schaue ich einmal, wie ich mir meine Belichtung. Ich habe jetzt manuell. Ihr könnt auch in also nicht in der Automatik, sondern in der Programmautomatik fotografieren. Verschlusszeit, also S, Shutter Speed bei Canon wäre das TV.
oder A oder AV bei Canon. Aperture Blendeneinstellung könnt ihr auch fotografieren. Wenn ihr M fotografiert, stelle ich mir das ein. Hier habe ich zum Verschlusszeit ein Fünfzigstel, damit ich auch wirklich noch gut stillhalten kann, wenn ich jetzt ohne Stativ fotografiere. Ich persönlich bin überhaupt kein Stativfreund. Ihr könnt euch aber natürlich die Kamera auch auf ein Stativ rauflegen, aufschrauben. Dann habt ihr kein Problem mit dem Verwackeln. Jetzt habe ich hier die Blende 5,6. Weiter bekomme ich sie jetzt auch nicht auf. Und dann mache ich gleich mal ein Probefoto, damit ihr das so ein bisschen sehen könnt. Setze ich mich einfach mal hier rauf und halte mal hier so drauf. So habe ich ungefähr den Abstand. Ich stelle jetzt auf das scharf, was im Fokus sein soll. Das heißt, da ist der Löffel, da ist die Wachspaste. Gucken, ob ich die ein bisschen verstellt. Die Löffel, das zeigen wir euch gleich noch. Ich lasse es erstmal so liegen, das Set. So, jetzt stelle ich hier oben erstmal auf den oberen Teil. Moment. Wenn ich zu dicht rankomme mit der Brennweite, dann schaffe ich natürlich auch nicht scharf zu stellen. So, jetzt stelle ich scharf. Wichtig ist, was ich mache, ich fotografiere direkt in dem Ausschnitt, wie ich es später haben möchte. Und damit spart ihr euch unglaublich viel Zeit. Wirklich fertig einen Ausschnitt zu fotografieren. Ihr könnt theoretisch die Speicherkarte nehmen, jeden anderen geben und der lädt die Bilder so in den Shop hoch. Ich fotografiere also einen korrekten Weißabgleich, mache den Automatikmodus wunderbar, mache den richtigen Ausschnitt und passe jetzt auf, dass hier der Horizont gerade ist. Und dann seid ihr ruckzuck fertig nachher. Und das ist die Vorarbeit. Lieber jetzt ein bisschen länger investieren, damit ihr nachher gut weiterkommt. Also jetzt mache ich einmal das Testfoto. Und dann zeigt er mir hier alle Daten an. So, jetzt seht ihr ein Fünfzigstel, ein Hundertfünfundzwanzigstel, Pluskorrektur ein bisschen, 75 mm Brennweite, Blende 5,6. Und ihr seht hier schön, wie das Histogramm untereinander ist. Ich würde es fast noch ein bisschen heller fotografieren, wenn wir jetzt sagen, wenn ihr keine Bildbearbeitung machen wollt, müsst ihr es noch ein bisschen heller fotografieren. Für Bildbearbeitung reicht das so aus. Da belichte ich gerne ein bisschen unter, dann haben wir noch mehr Spielraum. Wollt ihr das Bild aber so fertig aus der Kamera bekommen, dann müsstet ihr jetzt noch ein wenig bisschen heller belichten. Das heißt, ich habe jetzt ISO 125. Ich stelle jetzt mal die ISO auf 320 hoch, damit ich noch ein bisschen mehr Spielraum habe. Ihr müsst natürlich bei der ISO mal drauf achten, dass ihr kein Rauschen habt, dass euer Bild nicht zu pixelig wird. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch relativ neue Modelle haben, wo ihr euch nicht um das Rauschen sorgen müsst. Beziehungsweise könnt ihr das Rauschen auch im Nachhinein noch bearbeiten. Wir wollen ja aber, wie gesagt, ein gutes Qualitätsbild haben. Und auch bei der alten Nikon hier zum Beispiel bin ich bei 320 ISO immer noch auf der guten Seite. Da passiert noch nichts. Wenn ich jetzt auf 640 mit der alten Kamera hier hochgehe, dann wird es schlecht. 320 ISO kommt hier noch gut hin. Das heißt, ich bleibe jetzt einfach mal drinnen. Genau. Mache das gleiche Foto nochmal. So, gehe ich kein Stück zurück. Hier seht ihr schön, wie ich mein Knie als Stativ nutze, weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, dass man nicht unbedingt ein Stativ braucht. Ich habe jetzt hier die Linien auf dem Display, kann schon ein bisschen ausrichten. Gucken, dass der Hintergrund auch gut gerade ist. So. Und schon seht ihr, wie ein wenig das Histogramm rübergeht und das Bild ein wenig heller ist und dass wir das so quasi aus der Kamera nehmen wollen. Und so seid ihr relativ fix durch mit dem Produktfoto. Alles andere, dass wir jetzt das hier noch ein bisschen verlegen, den Löffel, das können wir natürlich auch noch machen. Ne? Wir machen erstmal einfach nur ein Testfoto, wissen einmal, wie wir fotografieren können. Und jetzt könnt ihr in dieser Einstellung, jetzt habe ich auf 1,6 hochgestellt, ISO 320, Brennweite 70,
Natürlich die ganzen Belichtungswerte. Also viele fragen mich zum Beispiel auf Instagram auch immer, kannst du uns mal sagen, mit welchen Daten du fotografiert hast? Das kann man natürlich, aber ihr müsst mal gucken, was habt ihr für ein Licht, was habt ihr für eine Kamera? Fotografiert ihr jetzt mit einer Festbrennweite von 50 mm? Habt ihr einen ganz anderen Spielraum mit der Lichtintensität? Also von der Warte ist es nur eine grobe Orientierung. Ihr müsst also quasi die gleiche Kamera haben und das gleiche Licht. Aber dass ihr so ungefähr wisst, könnt euch auch die ISO ein bisschen höher schrauben. Und mit diesem Set könnt ihr jetzt einfach durchfotografieren. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch so ein Set einzurichten, ist es natürlich am besten. Aber wie das ja so ist, im Alltag, im Shop, im Laden, egal wo, man braucht immer Platz für alles Mögliche. Für die Fotoecke bleibt eigentlich nie Platz. Deswegen haben wir euch hier so eine schöne kleine Ecke gezeigt. Das ist hier der Kamin. Das Zimmer heißt Salon. Und in dem Salon werden Geschäftskunden empfangen zum Beispiel. Und der ist immer so schön fertig. Ruckzuck stellen wir uns hier einen Hocker hin, Platte rauf, LED-Licht und schon habt ihr einen wunderbaren Hintergrund. Und sowas könnt ihr euch immer schaffen. Vielleicht dann einfach alles, was ihr relativ schnell zusammen habt. Und zack, habt ihr ein Set fertig und könnt gut eure Produkte fotografieren.